ich kann mich daran erinnern, aufgrund meines Alters, an das Gentechnik-Volksbegehren irgendwie vor 25 Jahren. Und es haben 1,2 Millionen Menschen damals unterschrieben und haben sich dagegen gewehrt. Und wir haben sehr viel umgesetzt und sehr viel durchgesetzt und sind wirklich auch sowas wie Vorreiterinnen geworden. Und es war irgendwie schon damals so, dass ich zutiefst überzeugt bin, und das bin ich heute noch, dass Heil der Welternährung und all der Problematik, die damit zusammenhängt, liegt nicht bei den Großkonzernen und liegt nicht irgendwie bei den Giganten. Das ist die biologische, die kleine Landwirtschaft, das ist das Recht des Saatguts irgendwie, es ist das autochthone Saatgut, es ist all das, worum es geht, das muss man den Menschen in die Hand geben. Und jetzt ist es eigentlich 25 Jahre später, ist es derselbe Angriff und es ist derselbe Kampf. Im Getreidebereich ist unglaublich viel Handel und wenn da einfach das verwässert wird und man da einfach Schlupflöcher hat, dann wissen wir halt überhaupt nicht, was wirklich in das Mehl reinkommt und da weiß der Müller dann auch viel schon gar nicht, weil einfach da sehr viele Chargen durchgemischt werden und man da mit diesem Getreidehandel unglaublich undurchsichtige Netzwerke dann hat. Gerade für uns im Handwerk ist es halt wichtig, diese Transparenz auch bei unseren Rohstoffen zu haben, weil wie können wir sonst als Handwerker Transparenz garantieren, wenn es um die Produkte geht, wenn wir schon gar nicht diese Transparenz für die Rohstoffe haben. Das heißt, der Kunde wird nie eine Transparenz bekommen von uns, wenn wir nicht die Transparenz für die Rohstoffe garantieren können. Da fehlt es einfach am Fundament. Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass die Industrie ganz einfach nie großartiges Interesse daran hat, uns als Konsumentinnen und Konsumenten zu informieren. Nämlich immer dort, wo sie sich vorher schon ausrechnen können, dass es Widerstände geben wird. Wir fallen irgendwie nur zum Beispiel die zugesetzten Enzyme ein, wenn es um Backmittel geht. Wie lange sich die Industrie und bis heute, glaube ich, irgendwie gewehrt hat, dass sie Enzyme deklariert. Und da wird uns dann irgendwie erklärt, also ich habe immer so das Gefühl, sie erklären es, wir sind eigentlich zu blöd, wir verstehen das eh nicht. Und wir schreiben es lieber nicht drauf. Aber dahinter steht natürlich, wir wollen all diese Dinge nicht in unseren Lebensmitteln. Und da gibt es eine breite Front dahinter. Und deswegen ergibt sich das in ganz vielen Bereichen, wurscht, ob es ums Deklarieren der Enzyme geht, ums Deklarieren der Gentechnik geht, man kann es uns leicht unterjubeln, wenn wir es nicht wissen. Wir wollen es aber wissen.